So, hallo und willkommen zurück. Ich werde hier schon wieder bedrängt. Aber haben natürlich keine Chance. Keine Chance. Gab's da unten was Wichtiges? Okay. Hier gibt's eine Karte. Da hinten war ich, glaube ich. Ja, da war ich schon. Da oben war ich auch schon. Da war ich noch nicht. Da komme ich aber auch noch nicht hin. Und hier? Nein, da war ich auch noch nicht. Gut, den zweiten Stock kann ich jetzt also betreten. Bevor ich das allerdings mache, möchte ich erst noch wissen, wo der Beamer hingeht, den ich da hinten gefunden habe. Wahrscheinlich teleportiert er mich einfach nur raus. Also nichts Magisches, nichts Besonderes, nichts Großartiges. Aber es hat mir schon mal ein paar Kirschen gebracht. Das finde ich ja schon mal gut. Badadam. Jupp, bringt mich einfach nur raus. Auf der anderen Seite. Hier geht mir so auf den Tinkel. Da muss ich doch. So, Dele. Zweite Ebene. Und Kirschen. Ja, die Blauen sind immer diese. Autsch! So. Ist aber gut hier langsam. Och nö. Die Dreiwege-Kanone will ich doch gar nicht. So, Lele, das war doch mal ein guter Plan. So, da brauche ich noch drei, noch zwei. Insgesamt drei. Noch zwei weitere antike Schlüssel. Oh, Galdor bist du. Wer hat mir auch das Maschinengewehr weggenommen, ganz ehrlich.
So, gegen Galdorf ist die 3-Wege-Kanone vielleicht auch nicht übel. Bimi, Scotty. Autsch. Komm, wir brennen. Na, weiter, weiter, weiter. Galdorf? Ach ja, ich laufe jedes Mal nach unten. Dabei ist er doch oben. Na, fu. Ausgezeichnet. Ja! Ein Maschinengewehr. Das hätte mir jetzt gerade eben überhaupt nicht geholfen. Deswegen bin ich so froh, dass ich das nicht für diesen Kampf mit Galdorf hatte. Ein blödes Maschinengewehr. Das ist, es ist einfach überbewertet, so Maschinengewehre. Nein, so Maschinengewehre braucht kein Mensch. Bam! Stirb! Schnauze. Hopp. Na, wenigstens. Ein bisschen etwas. So, wo geht's da eigentlich hin? Och, nö. Willst du mich veralbern oder was? Ist ja wohl nicht wahr. Maschinengewehr. Ja, mit dir. So, und jetzt Kirschen. Lift aktiviert. So, wo geht's da runter? Da hinten gibt's ein Meer. Juhu! Entschuldigt, dass ich schon wieder hier mich wild räusper. Nein, ich laufe jetzt unten lang. Sieht's da aus? Na, herrlich sieht's da aus. So, dafür brauche ich ja natürlich you
Gut, dann fall doch da mal runter. Und fall da mal runter. Und dann habe ich dich gerettet. Ja, sei doch ruhig. Und dich gerettet und ihr stirbt. So, Dele. Habe ich die Geschichte auch erledigt? Das war ja eigentlich der einzige Grund, warum er hier oben rum fuchtelt. Mal von der Hoffnung auf Gesundheit abgesehen, die sich allerdings nicht erfüllt. Doch hier, Cherry. Ah, die habe ich verpasst. Und ich habe jetzt inzwischen auch wieder Granaten aufgenommen. Das ist mein liebstes Hobby. Waffen aufnehmen, die ich nicht haben möchte. Zwei dumme, ein Gedanke. Ach komm. So, wir haben einen Lift aktiviert, und zwar den da vermutlich. Aber wenn ich diesen Lift aktiviere, dann bedeutet es doch im Endeffekt, dann bedeutet es, ich sollte nie in die Explosion anderer Leute reinlaufen. Oh je. Ich sehe das schon wieder. Puh. Ja, war klar. Ey, Alter! Nee.
Nee, nee, nee. Da ist die Geschichte. So, dann wollen wir doch mal hier wieder. Für klare Verhältnisse so. Ey, Alter! Ich will da durchfliegen. Ich habe eine Pistole, das heißt, ich kann unter Wasser schießen, das ist gut. Ah, fuck. Kirschen? Nein, absolut nicht. Kirsche. Ja. Eine bringt mir zwar nichts, denn einmal rein ist hinüber. Da hoch geht's nicht. Ich muss da hoch. Natürlich. Ja. Das heißt den ganzen Spaß nochmal, allerdings nicht in dieser Folge. Denn in dieser Folge verabschieden wir uns erstmal für heute und in der nächsten geht's dann weiter.